Abwehr rund um die Hauptraffinerie ausschalten, damit die Sturmteams den Bereich sichern können. Raketenschwärme, Flakfeuer, Leuchtspurgeschosse. Bei der zweiten Auflage von Tom Clancy's Ein Hawks hocken wir wieder auf dem Schleudersitz modernster Jets, düsen mit Mach 1 bis 2 durch teils riesige Kartenabschnitte und drücken Knöpfchen. Denn weil die Jets eben die modernsten sind, spielen sich die Luftschlachten oft eher technologisch nüchtern als rasant. In dieser Mission hier sollen wir Bohrinseln zurückerobern, die von Terroristen besetzt wurden. Vernünftiger wäre es, die Ziele aus sicherer Höhe und Distanz aufzuschalten, ein bis zwei Raketen abzufeuern und das nächste Ziel zu suchen. Das ist aber eher uncool, darum gehen wir näher ran, schließlich wollen wir auch mit unseren Flugkünsten prahlen. Auch die Dogfights mit Feindmaschinen müssen wir uns selber spannender machen, indem wir nah rangehen. Die Su-27 Flanker vor uns ist schon angeschlagen, wir setzen noch eine Rakete hinterher, die übrigens fast immer genau 50% Schaden macht. Unsere Bordkanone brauchen wir daher eigentlich nicht, aber wir wollen ja wieder ein bisschen angehen. Getroffen, Bandit erledigt. In vielen Missionen können sie mitten im Gefecht auf Flugzeugträgern oder Pisten landen, hier sogar auf einer mitten im Meer. Dank der Landehilfe geht das recht simpel. Im Leitstrahl bleiben, Tempo anpassen, Fahrwerk raus, runter mit dem Vogel. Möglichst flach natürlich. Nach der Landung werden wir aufmunitioniert und zusammengeflickt und zurück geht's ins Gefecht. Viper 2-1, hier Dagger Leader. Bin bereit, starten. Sie finden Landungen zu schwer und oder langweilig, dann werden Sie diese Neuerung hier hassen, Luftbetankungen. Dazu haben wir uns wieder per Leitstrahl an den Tanker gepirscht, um jetzt unser Tankrohr links neben dem Cockpit in den Kerosinschlauch unter der rechten Flügelspitze des Tankfliegers zu bugsieren. Furchtbar! Das ist ungefähr so, als hätten Sie Omaha Beach gestürmt, die Normandie, Frankreich und schließlich Berlin erobert, nur um dann beim Gewehrputzen zu scheitern. Und für das Zeitlimit beim Tanken gehören die Entwickler endgültig in die Spielspaßhölle. Zum Glück gibt's diese Manöver nur selten. Wesentlich entspannter ist da dieser neue Missionstyp. Wir lenken eine Aufklärungsdrohne, um einen Waffenhändler abzuhören, der gerade in seinem Auto telefoniert. Da kann man echt nichts falsch machen. Zwischendurch peilen wir verdächtige Frachter an, Gebäude oder andere verdächtige Verdächtige. Also eigentlich ein super simples Minispiel, etwas aufgebohrt durch Hightech-Schnickschnack wie Nacht- und Thermosichtgeräte. Das ist Unsinn am Wasser. Suchen Sie nach einem großen Schiff, sowas wie ein Frachter. Verstanden. Okay, Hunter, mal sehen, was wir finden. Okay, Wolfhound, wir haben das Ziel. Wir kommen zurück. Spannender ist da schon dieser Gunship-Einsatz, in dem wir mit zwei Kanonen und einer Haubitze dem Einsatzkommando im Fahrzeug rechts unten Feuerunterstützung geben. Kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, die AC-130 kreiste auch schon in Call of Duty Modern Warfare und zuletzt in Medal of Honor über die Schlachtfelder. Jetzt müssen wir mit den beiden größeren Kalibern lediglich grob auf Verfolger, Heckenschützen und Straßensperren zielen, denn schon das 40mm Geschütz hat einen großen Wirkungsradius. Nur bei unserem Schützling nicht, der Fahrer meckert zwar, wenn wir zu dicht neben ihn ballern, doch Schaden nimmt sein Fluchtfahrzeug nicht. Weiter geht die aufgebrezelte Moorhuhnjagd aufs Meer, wo wir mit wenigen 25mm Treffern ganze Zerstörer versenken, bis unser Einsatzkommando endlich die USS Marshall erreicht hat.